der Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland wurde wieder zur Weintour der Sinne nach St. Anna am Aigen geladen. Veranstaltet vom örtlichen Weinbauverein, boten dabei insgesamt 10 Winzer über 70 Weine zur Fachverkostung an. Der Name ist super passend für den Tag und vor allem passend für unsere Region. Wir haben bei uns den Weinwanderweg der Sinne in St. Anna am Aigen und somit ist die Weintour der Sinne da ein bisschen eine Anlehnung an den Weinweg. Die Gäste konnten entweder gemütlich zu Fuß oder bequem per Shuttlebus die Winzer und ihre Weine hautnah erleben. Regionale Kulinarik sowie eine große Portion Geselligkeit rundeten das Angebot ab. Jeder Winzer hat so ein bisschen sein Steckenpferd und dieses Steckenpferd kann er heute präsentieren. Und das fängt an bei leichten Sommerweinen, andere wiederum machen vielleicht eine Jahrgangsvertikale und manche andere machen eine Riedenweinpräsentation. Also wir haben alles dabei und einfach gemütlich durchkosten, ist ganz ein Spaß. Auch die steirischen Weinhoheiten ließen sich diesen Festtag im Zeichen des Weines nicht entgehen. Ich finde sie einfach extrem schön. Also allein die Landschaft, die wir hergefahren sind, haben wir schon gedacht, das ist ein wunderschönes Fleckchen Erde. Und natürlich auch sind es die Menschen, die diesen Ort so besonders machen und vor allem auch die Weine. Und was diese Winzerinnen und Winzer leisten, ist einfach unglaublich. Und wir sind sehr froh, dass wir heute hier sein dürfen. Bereits zum vierten Mal fand in St. Anna die Weintour der Sinne statt. Wir sind schon öfters in der Gegend auf Urlaub gewesen und genießen die Landschaft, die Gegend und den Wein natürlich. Ja, der Gedanke ist eigentlich ganz einfach. Wir sind in der Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland und die ist ja geprägt durch die Vielfalt, die wir haben. Und genau diese Vielfalt zeigen wir auch mit unseren 10 Betrieben, die wir da haben. Und das kann einfach jeder Gast mitnehmen, dass er sieht, was bei uns alles los ist. Und das wäre das Schönste. Die Weintour der Sinne in St. Anna am Aigen. Ein Tag des vielfältigen Genusses in der Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland.